Hallo und herzlich willkommen zu deinem Monatsorakel im März. Ich freue mich sehr, bist du heute mit dabei. Wir starten heute mit den Energien von Blau sowie auch von Königsblau über den Lapislazuli und über diese beiden Energien verbunden mit den heilsamen, tröstenden, umhüllenden und Geborgenheit stiftenden Kräften von der Hohepriesterin. Ich bin ein wenig überrascht und erstaunt gleichzeitig, wie stark diese Schwingungserhöhung, die wir Januar, Februar erlebt haben, sich nun so konkret, so gezielt im kollektiven Feld die Wirkung entfaltet und welche stark transformativen Prozesse nun angestoßen wurden in unserer Gesellschaft, die eine weitere Vertiefung der inneren Befreiungsarbeit leisten möchten, die da heißt auch unter anderem und natürlich Schattenarbeit. Und damit diese Prozesse so friedlichst wie möglich geschehen können, habe ich hier für dich, für mich, für uns ein Räucherstäbchen dazu geholt in der Energieschwingung von Blau, denn Blau fördert den Frieden. Blau heilt all das, was bei dir nicht im Frieden ist. Und dass du erkennst durch all das, was wir im Moment gehen, dass es Anteile in uns allen gibt, die diesen tiefen inneren Frieden suchen, die deine sowie auch die kollektive Unzufriedenheit in tiefer Liebe, in tiefer Annahme liebevoll heilen, umhüllen, umsorgen und dann in einem nächsten Schritt transformieren möchten, um in diese Prozesse des Friedens, der echten, liebevollen Friedensarbeit gehen dürfen. Und aus diesem Grund zünde ich jetzt für uns, für dich, für mich, für uns alle, dieses Räucherstäbchen in Blau an, damit diese heilsamen Energien abgegeben werden dürfen, um diese Friedensarbeit und über diese Friedensarbeit verbunden natürlich auch die Transformation und die Vergebungsarbeit an dir selbst sowie auch an allen anderen Menschen, die durch dich bewusst oder auch unbewusst verletzt wurden, in Liebe und in Vergebung und somit in letzter Konsequenz in Gnade erlöst werden dürfen. Ich rufe in diesem Kontext sämtliche Hohepriesterinnen und Hohepriester, alle spirituellen Lehrer, die im bewussten sowie auch unbewussten Feld an dieser Thematik arbeiten, dass sie ihre heilenden Energien, ihr Bewusstsein öffnen mögen für Ruhe, für Losgelöstheit und für echte Transformation, die hier geschehen darf. Und aus diesem Grund werde ich jetzt für dich auch noch gleich die Schamanentrommel hier anstimmen, denn diese Schamanentrommel wurde auf das Weltfriedensmantra Om Namo Narayanaya geeicht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier anklinge, anstimme, dann aktiviert es dieses Mantra und es gibt seine Schwingung frei ins Kollektiv für diese hohe Heilung am inneren sowie auch am äußeren Frieden. Und ich lasse es einfach ein paar Mal so ein bisschen erklingen für dich, für uns, für mich, hier im Kollektiv, damit diese Energien wirken dürfen, im Individuellen, wo auch immer du stehen magst. Und schwinge auch du dich gerne auf diese Energie ein, wenn du magst. Und spüre den Urklang, spüre den Urrhythmus und dass alles im Universum Rhythmus ist, dass alles dazugehört. Und ich nehme hier noch ein bisschen Blau auf, damit mein Schlegel hier auch gut energetisiert wird und dass diese Klänge ins Kollektiv gehen dürfen. Thank you.
Namunaraya Naya. Om Namunaraya Naya. Om Namunaraya Naya. Ja, schön. Ist schon deutlich spürbar, was es für eine andere Energieschwingung bringt. Und wie es einfach beruhigt. Ja, es bringt eine Beruhigung ins System und es ist schön zu fühlen. Ja, die Hohepriesterin, Position 2 im Tarot. Im Aurosoma ist es die Friedensflasche. Blau über Blau, Saphir Blau über Saphir Blau. Und sie hat mit dem Ausdruck vom Frieden zu tun, dass du dich leben kannst, dass du ein Teil des Friedens bist, dass der Frieden zu dir kommen darf und alles auflösen darf, was im Moment noch konfliktbehaftet, angstbehaftet, unruhebehaftet, sorgenbehaftet ist. Die Energie gehört zur Hohepriesterin. Sie schenkt dir tiefe, tiefe Geborgenheit, eine Anbindung auch an das Höhere, an das Göttliche, dass du weißt, dass du ein Teil vom Göttlichen bist, vom großen Ganzen bist und dass du der Blaupause deiner eigenen Seele, deiner Bestimmung folgen darfst, dass du auch darauf vertrauen darfst, was auch immer in deinem Leben geschieht, dass es zu dir gehört, dass du ein Teil des Kollektivs bist und dass du als Seele dich dazu entschieden hast, all diese Erfahrungen hier zu machen, die deine Seele schon bereits vorher bestimmt und gewusst hat, dass es ein Teil deiner persönlichen und tiefgreifenden Auseinandersetzung sein wird und somit auch du in dir selbst einen Anteil Frieden heilen kannst, der bisher vielleicht noch im Unfrieden war und dass du erkennst durch all das, was im Kollektiv geschieht, dass wir durch kriegerische Energien eben auch dazu aufgerufen und aufgefordert werden, uns mit unserem tiefen inneren Frieden zu beschäftigen, dass wir Losgelöstheit und wahrlich tiefe und echte Entspannung spüren dürfen. Und da begleitet dich die Hohepriesterin im Bewusstsein, aber auch im Unbewusstsein, im Licht sowie auch im Schatten. Und dass du erkennst, dass die Dualität allgegenwärtig ist, dass wir hier nichts ausgrenzen können, dass alle und alles dazugehört und dass das in Frieden und in Liebe
und im liebevollen Umarmen auch deiner eigenen Schattenanteile erkannt und gesehen werden darf und dass du dich lösen darfst, befreien darfst von allem, was jetzt in dieser Zeitqualität nicht mehr zu dir gehört, wo es vielleicht auch noch unbewusste, unfriedliche Anteile gibt, die jetzt in dieser Zeit, durch diese Zeitqualität, was ein Riesenprivileg ist, in die Lösung, in die Befreiung und auch in die Heilung gehen darf. Also ich finde es eine sehr gute Ausgangslage, wenn wir es denn annehmen können, wenn wir es denn so anschauen können und uns somit selber auch unser Leben unkomplizierter gestalten lassen. Ja, das ist ja auch ein großes Privileg. Ich habe dazu auch noch zwei Aura-Soma-Karten gezogen, einfach ganz allgemein, um zu schauen, was zeigt sich denn so im März allgemein an Energie. Und da kommt B60, Lao Tse und Kuan Yin. Ich befreie mich von allen Begrenzungen und komme tief in meinem Frieden an. Ja, es geht darum, diese Begrenzungen zu lösen. Auch das Thema Grenze und Überschreitung von Grenzen ist natürlich ein ganz großes Thema. Alles, was in deinem Unterbewusstsein noch unklar ist, nebulös ist, Verwirrung stiftet, Ängste erzeugt, möchte durch das Blau in diesen tiefen, tiefen Frieden kommen. Es findet auch ein Neuanfang statt, ein Neuanfang für den Frieden, ein Neuanfang für die Liebe, wenn du es denn annehmen kannst. Und das alles, was in dir Unzufriedenheit generiert, welche du auch vielleicht unbewusst oder auch bewusst dann nach außen projizierst, auf andere projizierst, dass das in Liebe und in Frieden erlöst werden darf, dass du in eine liebliche, konstruktive und auch friedvolle Kommunikation gehen darfst gegenüber anderen Menschen und dass du vertrauen darfst, dass du gehört wirst und dass du auch etwas mitzuteilen hast und dass das, was du mitteilst, für dich in deinem Rahmen auch wichtig und auch richtig ist. Mit Erzengel Kemiel und Ariel auf der Position 115 bekommen wir eine unglaubliche Kraft, uns zu bewegen, uns aufwecken zu lassen zu diesem Lichtarbeiter, der wir eigentlich sind. Orange über Rot, zusammengeschüttelt in der Koralle, lässt uns erkennen, dass wir alle eins sind, dass wir alle an dieser Korallenbank des Lebens mitgestalten, mitarbeiten dürfen und dass wir über das Rot diese Verantwortung auch übernehmen dürfen, dass wir durch unser Sein, aber auch durch das Tun, aber auch durch das Nicht-Tun eine Wirkung auf das kollektive Ganze haben. Das Rot fordert uns natürlich auf. Es ist Erwachensenergie, dass wir uns jetzt bewegen dürfen, um in unseren Frieden zu kommen, um wieder Freude in unserem Leben zu erleben, dass wir alte traumatische Erinnerungen, die aus unserer Vergangenheit kommen, die in unserem Ahnensystem abgespeichert sind, das heißt auch über unsere DNS, über unser Zellbewusstsein abgespeichert ist, was mit Trauma verbunden ist, was Krieg anbelangt, wie wir uns im Krieg positionieren, etc. etc. Ich möchte das gar nicht weiter ausführen, denn für mich geht es hier auch um die Lösung, dass wir das in Liebe heilen und transformieren dürfen. Es ist eine unglaubliche Chance, in diese Qualität des Lichtarbeiters eintreten zu dürfen. Herzlich willkommen im göttlichen Service. Und dass du ein so tiefes Mitgefühl entfalten darfst, dir selbst gegenüber und gegenüber den Lebensthemen, Lebensdramen, die dich immer wieder bewegen, die immer wieder die gleichen Dramen in deinem Leben erzeugen und dich unfrei sein lassen. Ja, es geht hier also auch darum, mit der 60 einen Ausstieg zu finden von solchen Geschichten, die sich zum hunderttausendsten Mal in deinem Leben wiederholen, damit du eben hier über Kemiel und Ariel in einen ganz persönlichen Aufstieg kommen kannst. Das ist eine wunderschöne Energie. Es ist eine Energie, die dir sehr, sehr viel Freude bringen kann, sehr viel Mut, sehr viel Kraft, aber auch Ausgelassenheit, aber auch in letzter Konsequenz Resilienz und auch eine gleichmütige Energie sich in dir etablieren kann, wie du mit Konflikten umgehst und dass du gelassener wirst. Ja? Also eine wunderschöne Mischung finde ich hier von Friedensförderung, Friedensarbeit, aber auch Heilung von alten Wunden, die noch mit Erinnerungen verbunden sind, wo wir traumatische Erlebnisse erfahren haben und die vielleicht auch aus unserer eigenen Vergangenheit kommen, aus unserem Ahnensystem kommen, aber vielleicht auch seelisch bedingt von alten Inkarnationen, wo wir auch traumatische Erfahrungen und Erlebnisse hatten, die uns zutiefst erschüttert hatten, die mit Krieg verbunden sind. Ja, ich meine, ich habe mich selbst
in den vergangenen Wochen einige Male zurückgeführt, auch im Farbbereich der Koralle. Und da hatte ich Bilder von mir im Kopf, wie ich selbst so ein Krieger war, so stolz und stark, und wie ich gestorben und gefallen bin, wie ich keinerlei Kräfte mehr in mir hatte. Und diese Traumen, die wollen natürlich jetzt auch alle für uns aufgearbeitet werden. In diesem Sinne nochmals, Om Namo Narayanaya, dass hier wirklich tiefer Frieden einziehen darf. Auf der Unterseite haben wir hier für dich die Lady Nada. Ich trage die Kraft der reinen Liebe in mir. Also, dass du dich daran erinnern darfst, über hellrosa, dass du ein Ausdruck der reinen Liebe bist. Und dass hier dieses kriegerische Vorstoßen, was wir jetzt auch erleben, uns wirklich, wirklich in letzter Konsequenz, in der Essenz, die Möglichkeit schenkt, dass wir unser wahres Selbst im Ausdruck der reinen Liebe sehen dürfen. Und das finde ich etwas phänomenal Gutes. Ja, das ist das Ziel, die Zielorientiertheit jeglicher kriegerischer Energie, dass es ein Hervorschälen gibt von unserer innersten Essenz. Ich denke dabei wirklich auch an diese Tarotkarten aus dem Reich der Schwerter, die ja diese Energie auch sehr stark mitbringen, damit wir hier wachsen können. Nun gut, du darfst sehr gerne hier deine Auswahl treffen. Wahrscheinlich hast du das schon getan, gell? Stapel 1, 2, 3. Komme sehr gerne, vielleicht auch im Verlauf vom Monat nochmals auf diese Orakel Reihe zurück, auf dieses Orakel hier zurück, denn das kann auch in 10-Tages-Intervallen für dich angeschaut werden, was ich hier für dich zeigen möchte, offenbaren möchte. Ich habe jeweils noch eine Heaven Star Essenz dazu gezogen, damit du ja sehen und spüren kannst, welche Energie begleitet dich denn da, was unterstützt dich denn da. Und ich finde das unglaublich treffsicher, wie diese Heaven Star Essenzen nun auch im Kollektiv anfangen zu wirken. Und das macht mich auch ein bisschen stolz. Und ich freue mich natürlich einfach auch, dass wir so auch aus dem ganz neuen Zeitqualitätsbewusstsein Hilfsmittel und Tools bekommen, um unseren Transzendierungsprozess voranzubringen. Und das ist etwas ganz Schönes. So, lass uns starten. Stapel 1. Lollipop. Ja, das ist eine innere Kindessenz. Beziehungsweise auch für den Erwachsenen. Und Lollipop möchte dir eigentlich damit auch sagen, dass es darum geht, nicht zu viel Süßes zu naschen und über das Lollipop-Thema auch gut zu erkennen, wo bist du möglicherweise in Abhängigkeiten geraten, die dir nicht gut tun, wo du merkst, du bist in einer Verstrickung, wo du merkst, wo du dich immer wieder auf unnötige, falsche, nicht gute Weise irgendwo in irgendeinem System, sei dies in der Familie, sei dies im Arbeitsplatz, wo auch immer, kann auch gegenüber Gedankengut sein, spielt keine Rolle, überprüfe das für dich, in eine Unterdrückung gehst, wo du das Gefühl hast, du bist nicht frei. Du bist nicht dich, du kannst nicht dich sein, du kannst deine Lebensthemen nicht transformieren. Und Lollipop bringt hier eine Weitung in deinem System, so dass du dich ausdehnen kannst, dass dein inneres System sich erlaubt zu öffnen, zu transformieren, damit in deinem Inneren mehr Weite und Ausdehnung stattfinden kann, damit du in den Transzend gehen kannst. Sehr häufig sind das Themen, die uns nicht bewusst sind, wo wir uns klein gehalten fühlen von anderen Meinungen, von anderen Ideen, von anderem fremden Gedankengut. Sei hier bitte auch so frei, dass du die Unwahrheit anderer liebevoll zurückweisen darfst, im Wissen darum, dass die Wahrhaftigkeit sowieso nur in deinem Inneren liegt und jeder Mensch seine ganz persönliche Wahrhaftigkeit hat und dass du hier für dich in Eigenregie, in liebevoller Selbstfürsorge und Selbstverantwortung die für dich richtigen und wichtigen Pfade gehen wirst. Also eine tolle Energie, die der Lollipop uns hier bringen möchte für dich. Ja, guck, hier kommt der Divine Director, Intervention and Purpose. Divine Intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Ja, das ist ganz gut spürbar, finde ich. Also ich merke das auch, jetzt könnte gerade für mich auch sein, dass durch diese starke Kriegerenergie, die jetzt im Kollektiv aktiviert wurde, was auch ein unglaubliches Gottesgeschenk ist, wenn wir das denn annehmen können. Ich erinnere gerne an die 7 Schwerter mit dem Ass der Münzen. Im Individuellen, im Ego, im Ich können wir das nicht annehmen. Ja, ich meine, die Tätlichkeiten, die hier begangen werden, das ist natürlich unglaublich grauenhaft und dafür gibt es natürlich auch kein Vertrauen.
verzeihen in dem Sinne auf weltlicher Ebene gesprochen. Auf seelischer Ebene und auf spiritueller Ebene ist das etwas ganz anderes. Und der Divine Director sagt hier, übernimm Selbstverantwortung. Gehe für dich in die Verantwortung. Übernimm für dich die Verantwortung. Erkenne, was deine Aufgabe ist in dieser Zeit. Hier, Erzengel Kemiel und Ariel, Lao Tse und Kuan Yin. Das ist ein Meister. Es geht um Meisterenergien. Es geht um Führung. Und dass du hier auch erkennst, dass Führung abgegeben wird, dass Führung wirkt, dass Führung hier auch durch mich für dich wirkt und dass du hier in eine Transformation gehen kannst. Es ist ja sehr viel Violett auch drin, die du brauchst, um jetzt hier in dieser Zeit in deinen ganz persönlichen Aufstieg zu gehen, um wirklich tiefgreifende Transformation erfahren zu können in jenen Themen, in jenen Lebensbereichen, die für dich angezeigt sind, die sich jetzt im März zeigen möchten und wo du dich möglicherweise noch unfrei fühlst. Wir haben hier für dich an deiner Seite den Schicksalsdrachen. Und da kommt hier in den Regenbogenfarben hinzu. Und es ist für dich auch ein wenig Schicksal, es ist auch ein bisschen Lebensaufgabe, dass du hier einerseits entweder in die Führung gehen darfst im Rahmen deiner Führungsaufgabe, in welchem Bereich du die auch immer hast, spielt überhaupt gar keine Rolle, dass du diese annimmst, dass du dich hier nicht unterdrücken lässt, dass du Lollipop-Energien anreicherst in dir, dass du dich frei machst von den Zügeln, von den Leinen der Gesellschaft, die dir den Mund verbieten, die dich mundtot haben wollen, die nicht damit umgehen können, wenn hier Führung abgegeben wird, denn Führung ist eine starke Energie, sie kommt aus der Königsenergie und kann sehr gerne auch den Herrscher aktivieren, die Aggressivität aktivieren, um einen Weg für die persönliche, individuelle und auch kollektive Transformation frei machen zu können. Und für dich ist es bestimmt hier, dieses Schicksal, dein persönliches Schicksal anzunehmen, um auch transzendieren zu können. Transzendieren im Sinne auch dessen, dass du weißt und verstehst, dass du ein Anteil Lichtarbeiter bist und dadurch auch durch dein Tun oder eben Nicht-Tun einen Beitrag dazu leistest, wie es hier in unserer Gesellschaft eben läuft oder eben nicht läuft. Verantwortung ist hier das große Thema und du darfst aufsteigen, du darfst hier wieder regenbogenfarbene Drache aufsteigen zu höheren Gefilden, zu einem neueren Verständnis und du darfst den Ruf in dir wirklich auch spüren, dass hier Direktiven gefragt sind, dass Direktion gefragt ist, dass eine Richtung vorgegeben werden darf, die für dich, aber auch für andere maßgeblich von großer Wichtigkeit sind, um in diesen Prozessen aufsteigen zu können. Ja, also ich merke das auch an mir, es aktiviert meine gesamte Königsenergie. Und diese Königsenergie will natürlich in die Führung gehen. Und Führung findet auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Bereichen und Nuancen statt. Und bei dir wird es etwas ganz anderes sein wie bei mir. Und deswegen, ja, mach dich nicht klein. Lass dich auch nicht klein halten von irgendwelchen Energien, die nicht deiner Wahrheit dienlich sind oder nicht deiner Wahrheit entsprechen. Nutze Lollipop, gehe in die Freiheit, mache diese Zügel frei, die dich irgendwo noch bremsen oder die dich mundtot halten, die dich klein halten wollen, damit du hier in deinen Transzend gehen darfst und du hast diese Unterstützung aus der geistigen Welt, damit du hier mit deinem Schicksal nicht mehr verstrickt bist oder haderst, sondern in einen Aufstieg gehen kannst. Ja, hier haben wir leider schon wieder den Kollegen Essig, den liebe ich ja ganz besonders. Dann haben wir hier die Acht der Münzen und wir haben hier Ritter der Schwerter. Ehrlich, ich habe auch das Gefühl, dass du in diesem Monat nicht mehr länger auf den Mund sitzen wirst und dass du hier wirklich tatkräftig Menschen zurückweisen wirst, die hier ständig ein bisschen unverbindlich sind. Dass du diese vielleicht auch mal ein bisschen, du siehst hier unten ist ja die die Falle, ja, da läuft hier gleich in die Falle, dass du hier auch durchaus zitierend wirken darfst, ja, das darfst du, das sollst du, sollst erkennen, dass Führung nicht nur rosa Wölkchen sind, du darfst konfrontativ sein, du darfst klar sein, du darfst dich ausdrücken und ich sehe, dass das vor allem hier mit den Achter Münzen vermutlich an deinem Arbeitsplatz gefordert wird, ja, denn wir brauchen das, das Kollektiv braucht das und es geht jetzt auch darum, hier nicht mehr länger auf den Mund zu sitzen und alles über sich ergehen zu
lassen, erdulden zu lassen, sondern hier auch mit dem Ritter der Schwerter, auch im Wissen darum, dass das wirklich eine sehr scharfzüngige Energie sein kann, dass du erkennen darfst, dass du hier wirklich durchgreifen darfst. Das darfst du, das sollst du. Wir haben hier den Divine Director mit Intervention and Purpose und es ist dir gestattet, ja? Es ist dir gestattet. Sei hier nicht irgendwie schüchtern oder ängstlich, sondern du darfst. Ja, du darfst, du sollst sogar. Und das Schicksal leitet dich hier auch dazu an, den Divine Director zu spielen, also wirklich in die Führerschaft zu treten und klare Ansagen zu machen. Und wenn irgendjemand hier wieder so ein bisschen, ja, das ist ja ehrlich, der Siebenschwertermann, das ist so der Mitarbeiter, der immer so ein bisschen tralala, lalala, oder? Und wenn ich heute, dann morgen und dann Hauptsache von, weiß ich auch nicht, von 8 bis 5 und dann Punkt 5 oder schon um 5 vor 5 wird der Schreibtisch geräumt. Ja, du weißt, was ich meine. Also diese Menschen, die dürfen ruhig auch mal so ein bisschen angepackt werden, liebevoll, aber klar. Und ich sehe, dass du das hier tun wirst mit dem Ritter der Schwerter, damit hier wirklich auch deine Durchsetzungskraft geschult wird, deine Führungskompetenz auch aktiviert wird und dass du hier nicht Angst haben musst vor dem. Ja, mit Achter Münzen ist es wichtig, hier auch zu sehen, dass das wirklich etwas ist, was am Arbeitsplatz stattfinden wird und dass du hier klare Ansagen machen wirst. Divine Director, du sollst, du darfst. Und hab keine Angst vor Zurückweisung, denn wenn du Angst hast vor Zurückweisung, dann weißt du, dass es noch ein Anteil ist von deinem eigenen inneren Kind, welches Verletzungen in sich trägt, was eben genau auch exakt über den Lollipop, denn es ist ja eine Kinderessenz, in die Heilung gebracht werden darf. Und dass du somit zu innerer Stärke, zu innerer Klarheit und auch zu innerem Mut vordringen darfst, hier Erzengel Kemiel und Ariel, Ariel Orange über Rot, um dich durchsetzen zu können, ganz einfach. Eine gute, positive Energie, finde ich. Also Ritter der Schwerter ist nicht immer nur negativ. Wenn es denn angezeigt ist, hier wirklich eine gewisse Verteidigung auch aufzubauen und klare Ansagen zu machen, dann ist jetzt genau das Lernfeld offen. Finde ich sehr gut. Oh, schau mal hier, schon wieder eine Kinderessenz. Milch und Honig. Ach, das ist ja schön. Also das gönnen wir uns natürlich hier auch reichlich davon. Mit Milch und Honig geht es darum, dass du baden darfst, dass du und dein inneres Kind in liebevolle Milch und Honig, in Honigmilch eingebettet werden dürfen, dass du die Geborgenheit spüren darfst, dass du weißt und dass du dir sicher sein darfst, dass die bedingungslose Mutterliebe, auch die göttliche Mutterliebe von der Hohepriesterin, von sämtlichen Hohepriesterinnen für dich hier aktiviert wird und dass du Sicherheit in deinem Inneren spüren darfst. Auch ein ganz großes kollektives Thema im Moment. Ja, spüre diese liebevolle Sicherheit. Spüre auch, wie die Energie jetzt umgelenkt hat vom Lollipop hier zum Milch und Honig. Ganz ein anderes Energiefeld. Hier ist so viel Zärtlichkeit da, so viel Geborgenheit, so viel Güte für dein inneres Kind und Verständnis, liebevolles Umarmen. Und du darfst dein inneres Kind liebevoll wiegen und du darfst ihm auch ein bisschen Milch und Honig servieren. Ich habe gerade gestern mit meinem inneren Kind eine Meditation gemacht, das war so süß. Und spüre einfach diese bedingungslose Liebe, die auch von dir ausgeht für dein inneres Kind. Und dass ihr liebevoll miteinander verbunden seid, dass euch die Liebe verbindet. Ja, auch hier Lady Nada-Energien der bedingungslosen Liebe, die für dich da sind, lege ich auch hier gleich mal für dich in diesen Stapel mit rein, dass du weißt, dass du Sicherheit bekommen darfst im Inneren. Du bist behütet. Du bekommst die reine bedingungslose Kraft der Liebe. Das Mütterliche, die Mutterliebe, die Fürsorge, die Geborgenheit ist ewig da. Und das ist ganz spannend, wie die Energie jetzt umlenkt in diesen zweiten Stapel. Denn hier habe ich wirklich starke männliche Energie gespürt, herrscherliche Energie, Verteidigung, Schutz. Ja? Und hier ist der Trost und die Geborgenheit aus dem weiblichen Prinzip. Wie wichtig ist das denn? Wie schön ist das denn? Und das alles bekommst du jetzt hier in diesem Monat. Wir schauen in deine Karten. Oh, Jivalkul, Dharma unfolding. Remember that you are on a path.
Take one step at a time to happiness. Ja, du bist in einem Prozess, wo sich deine Lebensaufgaben entfalten. Und es ist ein schöner Prozess, es ist ein guter Prozess. Es geht um sehr tiefe Heilung, Heilung auch deines Herzens, deines Herzchakras, wo du in deine Lebensaufgaben hineingeführt wirst. Und ich sehe, dass deine Lebensaufgaben viel auch mit dem Annehmen von Liebe zu tun hat. Und somit auch, wenn du in deinem Inneren geheilt bist und genügend Liebe aufgenommen hast, dass du hier auch zu einer sehr prominenten Persönlichkeit werden darfst. Und mach einfach einen Schritt nach dem anderen. Es gibt keinen Grund zur Eile. Und lass dir Zeit während deiner Heilung. Hetze dich nicht. Sei liebevoll mit dir, gütig und gnädig mit dir und mit deiner eigenen Heilung. Und du siehst hier, alles um ihn herum ist ja auch so rosa und gelb. Hier hat er viel gelb und rot, aber hier im Hintergrund ist alles so rosa und gelb. Und das ist so diese Milch- und Honigenergie. Und dass du über diese Güte und dieses Liebevolle in dir zu tieferer Weisheit vordringen darfst. Und dass Sanftheit, Sanftmut auch eine sehr starke Kraft im Universum ist. Und das ist etwas ganz Wunderschönes, was hier zu dir kommen möchte. Zu dir kommt auch noch der Luftkelch. Und mit dem Luftkelch sehe ich für dich einfach auch, dass, reinige deine Gedanken. Werde nicht zu schwer mit zu schweren Gedanken. Belaste dich nicht zu sehr mit dem kollektiven Karma, was momentan auch aufgearbeitet wird. Oder wenn du das tust oder tun musst oder weil du dort eingebunden bist, so wie auch ich jetzt in diesem Teil eingebunden bin und werde durch die geistige Welt. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich hatte zu dieser lustigen Geschichte, die wir zuvor in unserem Kollektiv erlebt hatten, kaum Berührungspunkte, fühle aber jetzt auch einen starken Ruf, dass meine Energie hier gebraucht wird, dann mache ich das, dann gehe ich dem nach. Und wenn du hier Berührungspunkte hast, dass du hier wirklich auch immer wieder gut deine Gedanken reinigst. Liebevolle, heilerische, verspielte Energie dir hier auch einströmen lässt, immer wieder gut in die Verbindung und in den Kontakt gehst mit deinem inneren Kind, dass du erkennst und sehen darfst, dass alles Reinigung ist, dass alles Heilung ist und dass Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Liebevolles zu dir und in dein System kommen darf und dass das etwas Gutes ist, ja. Also sieh es nicht zu streng, das ist auch ganz wichtig, ja. Hier haben wir die fünf Stäbe, ja, hier gibt es noch ein bisschen Konflikte, Königin der Stäbe, vielleicht auch mit einer Frau, die sehr stark ist, sehr führungsstark ist, 10er Schwerter. Also ich sehe hier auch, dass es hier vielleicht in deinem Leben um ein Ende geht oder ging, wo du Konflikte hattest mit einer Frau, mit einer führungsstarken Frau. Ne? Königin der Stäbe ist der weibliche Leader-Typ. Und dass das etwas ist, was für dich hier nun in einen Abschluss kommen darf. Dass du erkennst, dass du über diesen Konfliktbereich, den du hier hattest, angetriggert wurdest, dich mit deinem inneren Kind auseinanderzusetzen. Was in dir auch viele Schwierigkeiten, immer wieder viele Fragestellungen hervorgerufen hat. Aber dass es für nichts Geringeres da war oder ist, um in dein Dharma zu gehen, das heißt dein Karma abzulösen. Hier, 10er Schwerter, das ist natürlich ganz brutal und gnadenlos, gell? Aber danach ist es vorbei und überstanden. Es geht darum, dass du in dein Dharma kommen darfst, dass du diese bedingungslose Liebe spüren darfst, ja? Und die Königin der Stäbe ist natürlich eine Frau von unglaublicher Wärme, ja? Unglaubliche, stark weibliche Führerschaft, ganz klarer Fall. Und viel, viel, viel Wärme ist hier spürbar, ja. Sie wird sich nicht zurückhalten, dir die Meinung auf den Latz zu knallen, vor den Latz zu knallen, falls es für dich notwendig ist. Aber es ist für dich wichtig, dass das geschehen darf, damit du dich in aller Selbstliebe anerkennen kannst. Wenn dieser Prozess hier weiter fortgeschritten ist, und seien wir ehrlich, ja, im Arbeitsleben, was da zum Teil alles passiert oder auch in gewissen Foren, ja, da können unglaublich konfliktgeladene Energien vorherrschen. Und mit 5er Stäbe sehe ich, dass du hier vor Herausforderungen kommst,
die es von dir verlangen, in einen Abschluss zu kommen von einem Zyklus, welcher für dich karmisch belastet war in der Vergangenheit, der dich möglicherweise auch sehr geschmerzt hat, damit du hier in dein Dharma kommen kannst und bedingungslose Liebe aktivieren kannst. Vergib dir, vergib den anderen. Du bekommst auch über die Königin der Stäbe die Führung, die du brauchst, eine Frau hier, die dich führt, um hier in die bedingungslose Liebe zu gehen. Denn was ist hinter solch strengen Prozessen dahinter? Nichts anderes als in die Liebe zu gehen. Für dich sowieso. Und mit Jival Kool, der ja vor allem im Grün arbeitet, am Herzchakra arbeitet, ergänzt sich das natürlich optimal hier auch mit Lady Nada. Ja? Ich sehe, dass es eine Glaubensprüfung für dich war. Und diese Glaubensprüfung war für dich wichtig, und auch notwendig, um dich befreien zu können. Und zwar ganz. Ich sehe, dass hier für dich auch Schattenarbeit geleistet wurde an deinen Themen, bewusst oder auch unbewusst, dass du möglicherweise auch über sie hier an deine Themen herangeführt wurdest, um in diese Liebe zu kommen, in diese bedingungslose Liebe, in den Sanftmut zu kommen. Und da kannst du einfach in den Spiegel schauen und schauen, wo gibt es vielleicht auch noch Anteile in dir, die noch nicht in dieser bedingungslosen Liebe sind? Was sehnt sich nach dieser bedingungslosen Liebe? Und ich kann es dir sagen, das ist dein inneres Kind. Und deswegen ist hier auch Milch und Honig gekommen. Und du darfst Milch und Honig annehmen. Du darfst vergeben. Du darfst loslassen. Du darfst die Güte in deinem Herzen entwickeln und auch aktivieren. Und dadurch in die Befreiung kommen. Meine Liebe, mein Lieber, mach dich leicht. Es geht um Leichtigkeit deines Seins. Es geht auch darum, dass dein inneres Kind leicht und frei werden darf, dass du dich gut fühlen darfst in dem, was du machst und dass du eben hier einen karmischen Zyklus abschließt und dann eben in der Folge auch in dein Dharma, in deine Lebensaufgabe eintreten darfst. Und wenn du Frau bist, dann kann es auch darum gehen, dass du hier möglicherweise in die weibliche Führerschaft eintreten wirst, was wunderschön ist. Also nimm es an. Gut, wir schauen weiter in den Stapel 3. Welche Essenz begleitet uns hier für dich? Schwarze Koralle. Schattenarbeit, 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 Schattenarbeit. Meine Liebe, mein Lieber, was hast denn du hier vor? Eine sehr edle Essenz, die schwarze Koralle. Es geht darum, dich abzulösen, deine Energie zu klären, zu reinigen von Falschheiten, von Unwahrheiten, von Voodoo-Zauber, von schwarzmagischen Themen, die du möglicherweise als Seele in einem vergangenen Leben begangen hast, was nun im Rahmen deiner Heilung, im Rahmen deiner Transformation, auch im Rahmen der Ablösungsenergie deines Karmas nun in die Heilung gebracht werden möchte. Schwarze Koralle ist eine so edle Essenz, ja, die für dich einen Prozess einleiten möchte, wo du dich von tiefer Dunkelheit und Trauer befreien darfst. Falls du negative Fremdenergien angezogen hast, falls du eine Besetzung durch negative Fremdenergie angezogen hast und diese deinen Verstand verirren, verwirren, was auch immer, dass du in die Heilung gehen darfst mit diesen Themen, dass du einen guten und richtigen Zugang erfahren kannst zu echter Schattenarbeit, dass du nicht Angst haben musst davor und dass du erkennst, dass im Schatten das Licht herrscht, dass du nur über diese Arbeit wirklich jetzt frei werden kannst in dieser Zeit. Befreiungsarbeit auf tiefster Ebene für dich und somit auch das Eintreten in eine neue Eleganz, in das Verständnis um Magie und auch in das Verständnis, wie Heilung geschehen kann und dass du die Dinge nicht, verwechselst, vertauschst, ja. Ich habe ein bisschen den Eindruck hier, bei dir ist so ein bisschen ein benebelter Verstand, die Sicht ist ein bisschen getrübt und deswegen ist es wichtig, mit der schwarzen Koralle Schattenarbeit zu leisten, an der Basis, dass du aufräumen kannst, ja. Sehr wichtig, denn ich sehe immer sofort, wenn jemand mit Fremdenergien kommt, das kann ich spüren, schon nur in der Art und Weise, wie jemand schreibt oder wie jemand spricht.
Es ist nicht wahr, beziehungsweise es ist nicht der Anteil Wahrheit drin enthalten. Das ist, die Liebesschwingung eines solchen Menschen ist massiv reduziert. Und es könnte sein, dass es für dich auch um eine Befreiung von negativer Fremdenergie geht. Ja, schau, hier kommt noch Holy Amethyst, Divine Alchemy, Move Beyond Current Challenges, Focus on What You Desire. Ja, mit dem Amethysten ganz klarer Fall. Der Geist, beziehungsweise dein Kronenchakra braucht ein Update und der benebelte Verstand, der benebelte Sinn in dir möchte in die Heilung gebracht werden. Es geht für dich noch weiter in der Schattenarbeit, die ist noch nicht aufgearbeitet für dich und möchte hier weiter transformieren und in eine neue Ebene gehen, dass du verstehen kannst, auch verstehen lernst, wie die Zusammenhänge im Leben funktionieren, dass du nicht projizieren sollst, wenn du in deine eigene Angst gerätst, dass du in keinster Weise irgendjemandem da draußen die Verantwortung in die Schuhe schieben kannst für das, was geschieht, sondern dass du nur für dich an dieser Stelle selbst Verantwortung übernehmen kannst und deine Themen von innen her transformieren darfst. Schwarze Koralle ist eine so edle Essenz, um einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel in dir zu aktivieren, dass du auf eine neue Ebene deines Seins kommen darfst, dass du abschließen darfst mit der Vergangenheit und dass du transformieren darfst, dorthin gehend hinein in ein neues Verständnis, losgelöst von Ängsten und Projektionen, von Unwahrheiten, von Falschheiten, auch von Fremdinformationen und so weiter und so fort, die deinen Wahrnehmungssinn trüben, ja? Schau, hier kommt noch die Einweihung. Und über das verbunden auch eine Einweihung stattfindet, wenn du weiter bist, wenn du weiter transformiert bist, wo du wirklich verstehen kannst mit deinen Gaben, auch mit deinen spirituellen Gaben. Und meine Liebe, mein Lieber, ich sehe viel in meinem Alltag. Ich sehe viele Menschen, die irgendwie ein bisschen medial veranlagt sind und die verwechseln und vertauschen und machen ein Knuddelmuddel aus den Energien. Sie können es nicht sehen, nicht erkennen, was für ein Durcheinander in ihrem Geist ist, weil sie eben nicht diese Schattenarbeit machen, weil sie eben nicht an der Basis ihrer Themen aufarbeiten. Und solche Menschen, die dann auch noch mit sagen wir mal, in der Medialität arbeiten, heilerisch arbeiten, ja, die tragen einfach eine unglaubliche Verantwortung. Und das ist auch wichtig, dass du hier auf eine neue Stufe gehoben wirst und dass du verstehen kannst, dass der Schatten, die Angst, was auch immer das bei dir ist, spielt gar keine Rolle, auf gute Weise in eine Transformation gehen darf und dass du eine richtige Einweihung und auch Anweisung bekommst, wie du mit dem Schatten umgehen kannst. Ich kann dir sagen, 80 bis 90% von Menschen, die irgendwie spirituell tätig sind, haben das noch nicht ganz richtig verstanden. Die machen dann so Hula, 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 rosarote Wölkchen, ja? Und so läuft's nicht. So läuft's nicht. Und das ist ein wichtiger Bestandteil, der einfach dazu gehört. Ohne Yang kein Yin. Es gehören beide Energien dazu. Und für dich geht es darum, dass du das verstehst, verstehen lernst und hier auch eingeweiht wirst, eingeführt wirst von einem gut ausgebildeten, richtigen spirituellen Lehrer, der diese Energien beide beherrscht und es dir auch verständlich machen kann. Und dass du auch an die Grenzen deiner persönlichen Wahrnehmung herangeführt wirst, deines persönlichen Bewusstseins herangeführt wirst, wo du möglicherweise auch Widerstände spürst. Das ist vollkommen normal, das muss geschehen, um in diesen Transzend zu gehen, um dich lösen und befreien zu können von all dem, was dich noch anha was an dir anhaftet, was nicht positiv ist und was sich für dich dann auch irgendwie nur einschränkend anfühlt. Ja, schau, hier haben wir noch die fünf der Kelche. Also hier ist auch wirklich noch eine alte Traurigkeit in deinem System spürbar, die hier transformiert werden möchte, welche du getrost loslassen darfst. Hier versinkt ja jemand im Fluss und du bist irgendwie mit deiner eigenen Traurigkeit so sehr beschäftigt, dass du hier nicht einmal diese Hilfestellung leisten kannst, ja. Und hier hinten wären eigentlich auch zwei Kelche, das könnte auch ein Schwimmring darstellen, wo du auch für dich die Verantwortung annehmen darfst, denn wir sind jetzt im kollektiven Feld mit Erzengel Kemiel und Ariel auch ein wenig dazu aufgerufen und aufgefordert, dass wir erkennen dürfen, dass wir alle füreinander auch die Verantwortung ein bisschen übernehmen dürfen. Nicht im übergriffigen Rahmen, das möchte ich hier an dieser Stelle noch erwähnen, ja.
gut gemeint für eine andere Person ist selten gut gemacht. Ja, also auch gut zu überprüfen, wann ist etwas wirklich gut gemacht und wann ist etwas gut gemeint und stört das Energiefeld eines anderen. Hier kann ich auch bei dir sehen, dass du vielleicht ein bisschen Tendenzen dazu hast, in das Energiefeld eines anderen, einer anderen einzugreifen, übergriffig zu sein, weil du es gut meinst. Aber auch das ist ein Energiegesetz, ein heiliges, göttliches Gesetz, was von dir möglicherweise in der Vergangenheit überschritten wurde, weil du es besser noch nicht gewusst hast. Und das möchte jetzt korrigiert werden, auch im Rahmen der schwarzen Koralle, dass du aufsteigen kannst. Und dann wird hier auch der Sieg kommen. Du wirst siegreich aus dieser Situation hervorgehen. Ich sehe hier ganz viele alte Ängste, die transformiert werden möchten für dich. Und dass du hier Gerechtigkeit erfahren kannst, in letzter Konsequenz Befreiung. Befreiung von Schuld, Befreiung von Scham, Befreiung von Angst und somit nachher auch tiefe Losgelöstheit in dem Sein, wer du bist. Und da findet eine ganz große Heilung an deinem Kronenchakra statt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz guten März, viel Vertrauen, viel Heilung, viel Frieden für dich im Inneren sowie im Äußeren. Alles Liebe und bis bald. Tschüss!